EA Po Productions liest Theodor Koch Grünberg, Indianermärchen aus Südamerika. Heute Ishtika, die Kröte. Die Männer waren zur Arbeit gegangen und die Frauen auf das Feld, um Früchte zu holen. Im Hause waren nur zwei Frauen zurückgeblieben und bereiteten starke Brühe. Da sang in dem Loch eines hohen Baumes Ishtika. Und die eine Frau verspottete ihn und rief, »Ishtika taugt nichts!« Ishtika hörte es und kroch aus seinem Loch heraus. Er kam als altes Männchen mit einem Hängebäuchlein. Er trat in das Haus und sprach, »Da bin ich!« Die Frau fragte ihn, »Wer bist du denn?« Ishtika nannte seinen Namen. »Ich bin Ishtika.« Darauf die Frau, »Ich kenne dich nicht.« Ishtika antwortete, »Du hast mich gerufen, ich taugte nichts. Nun bin ich gekommen.« »Ich habe dich nicht beschimpft«, erwiderte die Frau. Darauf gab sie ihm eine Schale voll starke Brühe. Als sie das Gesicht langsam zur Seite wendete, verschlang Ishtika die Schale samt der Brühe. Die Frau gab ihm nochmals eine Schale, aber er verschlang auch diese. Da fürchtete sich die Frau und versteckte sich. Ishtika verschlang nun den Kochtopf mit der Stärkebrühe und alle Schalen. Er verschlang auch den Wassertopf, er verschlang alles Geschirr. Die beiden Frauen aber versteckten sich. Ishtika suchte sie, fand sie aber nicht. Da stieg er wieder auf den Baum und kroch in das Loch. Jetzt kamen die beiden Frauen aus ihrem Versteck heraus, liefen hin, wo die Leute arbeiteten und sagten es ihnen. Alle kamen, häuften trockenes Holz um den hohen Baum und zündeten es an. Der Baum verbrannte und stürzte nieder. Ishtika fiel herab. Da zerbrach alles Geschirr, das er in seinem Bauch hatte. Alle Töpfe und Schalen, die er verschluckt hatte, zerbrachen. Sie töteten Ishtika. Sie verbrannten ihn. Nun fürchteten sich die Kaschinauer nicht mehr. EA Po Productions.